So, liebe Leute, wir haben uns entschlossen, unsere Art zu lernen. Und zwar, das hat bei 12.000 Schülern und Studenten schon funktioniert, wie man was ganz schnell auswendig lernen kann. Hier oben die Links, das Video wartet hier, verpasst nichts, könnt ihr ruhig raufgehen. Diese Methoden werden hier oben auch vorgestellt. Also, aber da das einmaleins immer wieder Probleme macht, haben wir Übungsaufgaben entwickelt. Und zwar die Links dazu werdet ihr dann überall hier finden. Wir haben ganze Playlists davon gemacht, mit 1x1, 1 durch 1 Quadratzahlen und so weiter. Ihr werdet hier erst super schnell nachplappern und ablesen üben. Das ist der erste Schritt. Wenn ihr das könnt, dann können wir mit diesen Übungsaufgaben hier schnell, schneller und super schnell auch wieder das Ablesen üben. Und zwar, die werden entweder durcheinander gehen oder also im 1x1, 1x3er, 1x5er, 1x7er und so weiter und so fort. Und wenn das alles geklappt hat, dann kann man das so machen, dass man sagt, okay, ich nehme mir eine noch schnellere Playlist vor, noch ein schnelleres Video vor und übe das noch besser und noch besser und noch besser und durcheinander und so weiter und so fort. Später werdet ihr diese Aufgaben hier, ohne zu gucken, dazu nur die Antworten üben. Und noch später werden wir diese Aufgaben als MP3 downloadbar machen und ihr könnt sie downloaden, auf dem Handy laden und mit Kopfhörer rumrennen und so weiter und euch das immer wieder anhören und leise nachplappern und die Antworten wieder üben. Und eventuell, manche Leute machen es gerne beim Einschlafen, deswegen habe ich im Schlaf in Anführungsstrichen gesetzt, diese MP3s dann nochmal nachts vorspielen oder was auch immer. Lässt sich gut machen. Bis jetzt hat es allen geholfen. Ich zeige mal aber ungefähr, wie das funktioniert, wie das dann aussieht. Also, Beispiel: zufälliges 1x1. Ich sage dann die Aufgaben langsam, lasse eine kurze Pause und antworte erst, aber ihr antwortet so schnell wie möglich, eventuell schon vorher. Beispiel: 5x6 gleich 30. 4x4 gleich 16. 0 mal 8 gleich 0. Also, wenn ich sage 0 mal 8, dann lasse ich eine kleine Pause und ihr sagt schon 0. Und ich saß dann 8 mal 10 gleich 80. Oder 32 durch 8 ist 4. 1 durch 1 ist 1. 14 durch 7 ist 2. Oder Quadratzahlen. 20 Quadrat ist 400. 4 Quadrat ist 16. 22 Quadrat 484. Das sind 19 Quadrat 361 und so weiter und so fort. So wird es funktionieren. Wenn es bei allen anderen funktioniert hat, wird es bei euch auch funktionieren. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Die Übungsaufgaben werden stets ergänzt, die werden immer schneller und schneller und schneller und vielleicht auch mal sehr lustig werden. Jo. Allen hat es Freude gemacht, euch wird es bestimmt auch Freude machen, allen hat es geholfen, euch wird es bestimmt auch helfen. Viel Freude dabei und ja, alles Gute. Macht's gut, tschüss.